größte Herausforderung war, glaube ich, die Zeit. Also wir haben alle davon erfahren, erst alle große Augen bekommen, wie sollen wir das machen. Aber dann wurde einfach entschieden, wir rücken mit Mann und Maus zusammen und gehen das Projekt an und wir schaffen es. Diesen Auflieger, den wir jetzt gebaut haben, den haben wir noch nie gebaut. Das ist das erste Mal, dass wir so ein Fahrzeug hier bauen. Die Änderungen, die sind sehr umfangreich gewesen. Wir haben erstmal den Kühlauflieger, das komplette Dach abgeschnitten, auf eine Höhe von ca. 300 mm. Dann sind wir angefangen, haben diesen Zwischenboden konstruiert, dass der die Schwingung und das Gewicht auch tragen kann. Dann haben wir die Seitenverkleidung zum Schutz der Bürger, die nachher jubeln, dass da keiner drunter krabbelt und drunter fällt. Dann haben wir den Unterfahrschutz und den Lampenträger optimiert. Dann haben wir Aluminiumfelgen hochglanzpoliert montiert. Da kommt noch ein Teppich oben drauf, die Reling oben drauf. Dann geht er noch nach Berlin zum Beschriften. Und dann kann die Nationalmannschaft da drauf. Das ist richtig geil geworden. Also wenn man das nachher sieht, wie es fertig ist, sieht jetzt schon super aus. Und wenn es dann nachher komplett fertig ist, ist ein tolles Projekt. Ich bin absolut zufrieden, total begeistert. Absolut. Ich finde eine tolle Nummer. Und ich werde mir die Parade auch mit anderen Augen angucken als in den letzten Jahren. Bye-bye.